translation cube, I think is the official name, and to the opening of this exhibition. Wir haben uns zum Teil gestern schon gesehen. Ich möchte mich zunächst nochmal bedanken bei Amalia und Tanja für die super Organisation und dass wir nach Ljubljana eingeladen wurden, weil ein positiver Effekt eines europäischen Projekts ist, dass man von einem Ort zum anderen reist und wunderschöne Städte kennenlernt, und Ljubljana. Transstar Europa schulen wir über 3 Jahre junge Übersetzerinnen und Übersetzer im Bereich literarisches Übersetzen und internationales Kulturmanagement. Und ein Teil des Projekts ist, dass sie ihre Arbeiten der Öffentlichkeit präsentieren. Und da geht es um verschiedene Medien. Und das Projekt Camera Obscura ist Teil davon. Da haben die Studierenden mit der Camera Obscura 7 Tage lang den Platz des Übersetzens aufgenommen. Und das wird jetzt als Ausstellung präsentiert. Schönen Morgen. Ich bedanke mich für die Einladung, die Einleitung. Die erste Frage zu beantworten, also wie ich zum literarischen Übersetzer geworden bin, das hat wahrscheinlich 3 verschiedene Gründe. Der erste Grund wäre einfach pragmatische Notwendigkeit, Hochstapels von Sinn gegen den Abgrund der Lehre. Physische Art und Weise. Und bin dann darauf gestoßen, dass die Dadaisten 2 Jahre in Tirol verbracht haben. Der Titel klingt immer lustig, Dada in Tirol, weil er meinte, dass die Tiroler die Dadaisten waren. Aber André Breton war auf Hochzeitsreise dort. Hans Arp hat seinen 35. Geburtstag gefeiert in Tagenz und Imst in Tirol. Tristan Zara war da, die haben die 6. Nummer der Zeitschrift Dada gemacht, Dada und Grand Air, also Dada in der frischen Luft, oder der Sängerkrieg in Tirol. Das zweite surrealistische. Als hätte man die Idee des Kusses von ihm genommen oder ihn bloß dafür gezeichnet. So ist dein Mund, und nichts anderes zu schreiben als dieses Wort. Und es ihn abzuholen, die Lippen mit den Spitzen der Finger zu berühren, das darin hängdunkel sein ohne. Und dann werden die Augen einfachere Namen haben für den Stuhl, den Leibbrot, die Felsen da. Sem ta večer doživela kot mogoče nek korak naprej oziroma nekakšno drugačno razumevanje prevajanja literature, predvsem v tem primeru pač lirike. In to se mi zdi, da mogoče tudi
v Sloveniji malo manjka in se mi zdi... Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Projekts Transfer Europa unsere Ergebnisse der Öffentlichkeit präsentieren und haben dafür das Projekt Übersetzungswürfel, 6 Seiten europäischer Literatur und Übersetzung konzipiert. Und in diesem Projekt geht es darum... Mlade prevajalke in prevajalci iz projekta Transfer Europa in podprojekta Prevajalska kocka so se tokrat zbrali v Ljubljani. Srečali se bodo z že uveljavljenimi kolegi prevajalci, srečali se bodo z ljudmi iz kulturnega menedžmenta, ki vedo, kako se predstaviš na trgu kot mlad prevajalec. Predvsem pa bodo lahko sodelovali tudi nad svojimi prevodi na večernih prireditvah, ki se bodo zvrstile v naslednjih 3 dneh. Predstavljam nemško-slovensko skupino. V moji skupini je 5 udeležencev, ki so doslej prevedli različne dela. 2 izmed teh del smo uspeli objaviti na radiju v oddaji Literarno in kulturno. Ob koncu projekta pa načrtujemo še skupno publikacijo, ki bo šla pri založbi Filozofske fakultete in v njej bodo objavljeni vsi prispevki članov nemške skupine. Und es gibt aber noch andere Übersetzerschulen, zum Beispiel 2 sind sogar an der Küste, eine sogar auf einer Insel. Und da scheint Sonne, man übersetzt in einer Gruppe, hat am Abend Veranstaltungen, was haben wir? Wieder ein Paradies. Aber was je združevanje mladih literarnih prevajalcev in kulturnih posrednikov. Se pravi, pletemo nove vezi, se spoznavamo, učimo prevajanja in vse. Prevajalec, pisatelj, deliča, pesimist, kritik. Ne, jaz nisem prevajalka, to je bistveno, to je manjka. Tako da, In unserer slowenisch-deutschen Gruppe haben wir auch 5 Teilnehmerinnen, die alle schon einige slowenische Autoren und Autorinnen übersetzt haben. Im Moment befassen wir uns mit Svetlana Makarovic, mit Chansons und auch einigen anderen Werken, die wir im Rahmen des Übersetzungswürfels noch besprechen und diskutieren werden. Привіт, мене звати Ольга Дарина і я є учасницею Transstar. Ми перекладаємо з німецької на українську мову. Цей проєкт є надзвичайною радістю для мене, тому що це не тільки можливість подорожувати і бачити такі прекрасні країни, як Словенія, і такі чудесні міста, як Любляна. Це також є великим. Поздравлені, я сам Катя Старгар з Явної агенції за книгу. Projekt Transstar je eden izmed tistih projektov, ki je izjemno pomemben za to, da se prevodi razvijajo v različnih oblikah. Brez prevodov slovenska literatura ne more preživeti. 2 milijona bralcev sta še vedno premalo. Zato le nadaljujemo. Hvala. Fahrer in einem Beichtstuhl, also die Beichte abgenommen hat, also bin ich hinter den Altar gegangen. Und hinter den Altar habe ich dann gesehen, dass diese heiligen Figuren, diese Engel innen hohl waren. Also es waren eigentlich nur solche Attrappen, die waren innen hohl. Und da habe ich Artefakte eher mit so einer Art Beschaulichkeit. Und das, was Sie jetzt beschreiben, ist natürlich sehr bedrohlich und auch beklemmend, einengend. Und ich würde заразом створюється ніби якийсь такий дуже нездоровий, добрий конгломерат національної художності, релігійної віри, але разом з тим воно ніби таку віру позбавляє власне тої такої якоїсь того доктринерства, якоїсь такої монструозності, яку лише ніж оце у випадку католицизму в цій версії. Ну, я мусив там бути. Я не розумів, що це відбувається. Для мене тут більше була забава, але така,
якийсь момент мені вже ставало це нецікаво, я починав порушувати священство цього всього дійства. І мене, то для мене була велика травма, єдина пов'язана певно з релігією, це те, що мене. Kasernen zur Zeit des Jugoslawien, auch Kasernen und Gefängnisse. Heute ist das ein Kulturzentrum für Alternativszene. І серйознішому спротиву, ніж символічні та не надто переконливі спроби водія закликати до порядку. Із мене вдома хотіла би запитати Христини, одна з жіночок, яку решта називала Зоською. Gerade seine Avantgardistung, was Taunen eigentlich ich keine Aufmerksamkeit, ich fordere keine Liebe. Der Kosmos und ich haben unsere Rechnung beglichen. Er schuldet mir keinen Gefallen. Schade. Zato smo se borili, to je kraljestvo, ki je obračunalo s fašizmom, jaz sem vaša zmaga. Problematischer, etwas mörderisches sogar. Und sein Ausgangspunkt war, dass es kein Wesen gibt, das als solches nicht von Grunde aus von Nothing's going right.